Ihr lieben Bookchatters, Staffelfinale. Das hier ist die letzte Folge der dritten Staffel. Wir haben nochmal tolle Highlights für euch und deswegen bleibt dran. Ich habe eine echte Perle für Fantasy-Fans. Und ich habe für euch Spiel, Spaß und Spannung als Geschenkidee. Wie immer freuen wir uns natürlich über Feedback und Anregungen in den Kommentaren. Und sonst würde ich sagen, legen wir direkt los. Also ihr wisst ja, ich liebe abgefahrene Fantasy-Stories. Und diese ist so einer. Und da darf es gerne auch mal blutig, düster und einfach nur abgefahren werden. Crescent City von Sarah Maes darf da auf keinen Fall fehlen. Also, unsere Hauptfigur ist Bryce Quinlan. Sie ist halb Fey, also sie hat besondere Fähigkeiten, und halb Mensch. Und sie liebt halt das Nachtleben. Also sie ist sarkastisch, stur und einfach immer auf Party aus. Und geht auch super gerne in Crescent City, in die Bars, in die Clubs. Und genießt auch die ganzen Vorzüge, die sich dort ergeben. Okay, aber so eine Welt mit Nachtleben, Partys, Feiern gehen, das klingt ja eigentlich jetzt nicht so nach einer Mittelalter-Fantasy-Welt. Wie sieht denn diese Welt eher aus? Nee, ist auch überhaupt kein Mittelalter. Also es ist super modern und es ist jetzt Zeit. Also wie als würdest du jetzt da rausgehen, aber du lebst halt einfach mit Gestaltwandlern, mit Wölfen, mit Engeln, mit so vielen Fabelwesen zusammen, dass es schon wieder normal für dich ist. Auf jeden Fall, Bryce war an dem Abend wieder mal feiern. Und dann geht sie heim und sie merkt schon, irgendwas ist da komisch, weil die Haustür ist nicht abgeschlossen. Und sie geht das Treppenhaus hoch, alles ist ganz dunkel, und dann sieht sie einfach in der Wohnung ihre beste Freundin brutalst ermordet. Also die Leiche war komplett zerstückelt. Und da bricht einfach eine Welt für sie zusammen, weil das einfach so eine wichtige Person in ihrem Leben war. Und es sind auch wirklich Horrorelemente. Also da hat es mich wirklich total gegruselt. Also, man fasst den scheinbaren Mörder. Aber nach 2 Jahren gehen die Morde einfach auf die gleiche brutale Art und Weise weiter. Deswegen kann der Mensch, den sie gefasst haben, gar nicht der Mörder sein. Und da kommt Bryce ins Spiel. Weil sie scheint so gesehen eine Schlüsselfigur zu sein. Und deswegen bekommt sie einerseits einen Beschützer und zweitens einen Partner für die Ermittlungen zur Seite gestellt. Und da kommt Hunt ins Spiel. Hunt müsst ihr euch so vorstellen, er ist einerseits ein Auftragsmörder, also wirklich ein brutaler Auftragsmörder und gleichzeitig ein Engel. Auftragsmörder zum Ermitteln von einem Mord? Also ich hätte da jetzt eher an so einen Detektiv gedacht. Ja, aber wer kann denn bitte Menschen besser aufspüren als einen Auftragsmörder? Ja, ja, okay, macht Sinn. Das stimmt. Auf jeden Fall, Hunt müsst ihr euch wirklich so wie diesen typischen bösen Engel vorstellen. Er ist gut aussehend, er ist unglaublich cool, stur und auch ganz genauso sarkastisch wie Bryce. Und deswegen führt es halt zwischen den beiden zu so unglaublich auch lustigen Konflikten wieder. Weil die necken sich die ganze Zeit und ziehen sich gegenseitig auf. Und man merkt einfach von Anfang an, da ist diese Spannung, da ist so ein Knistern. Auch wenn man am Anfang noch nicht sagen kann, okay, hassen sie sich jetzt oder lieben sie sich? Aber irgendwas ist da zwischen den beiden. Irgendwas ist da und das zieht sich durch das ganze Buch, bis sie irgendwann zu einem leidenschaftlichen Team werden, weil sie müssen ja schließlich miteinander auskommen, um diese Fälle aufzudecken. Und da kommen wir zu einem riesigen Wendepunkt, weil sie finden raus, dass es Geheimnisse gibt, die die ganze Stadt in Schutt und Asche legen können. Und die ganze Welt von Bryce durcheinander bringt. Weil sie muss jetzt als Halbmensch mit einem Auftragsmörder zusammen die Stadt retten. Und ab da erzähle ich nicht mehr weiter. Da müsst ihr selbst nachlesen. Aber es wird spannend. Das klingt so spannend. Ich freue mich richtig drauf, wenn das unter meinem Weihnachtsbaum liegt. Oh ja, es gehört auf jeden Fall auf die Ich will das unbedingt lesen, also schenkst mir eine Weihnachtsliste. Wirklich. Und gerade das Ende, das ist einfach so krass. Also schaut euch dieses Buch an, wie dick das ist. Ich habe es in 2 Tagen durchgelesen. Und dann kommt einfach so ein Ende. Vor allem dann ist es auch noch eine Trilogie. Also Spannung und Wendungen pur. Und jetzt an euch da draußen. Kennt ihr solche Bücher, die euch genau mit so einem Gefühl hinterlassen? Wenn ja, bitte in die Kommentare, weil ich brauche noch welche für Weihnachten. Ich würde mich riesig freuen. Schreibt's gerne. Vielleicht finde ich auch noch was für meine Wunschliste. Oh ja.
Jetzt habe ich ein Buch, das, glaube ich, von jedem von uns so den inneren Tüftler und Detektiv ansprechen sollte. Das heißt Exit, Klinik der Schatten. Und was es damit auf sich hat, ist ziemlich besonders, denn das ist kein Buch, was man einfach nur liest, sondern es verbindet gleichzeitig leserische und spielerische Elemente miteinander. Hä, wie meinst du das? Wie lesen und spielen in einem? Genau, das schafft das Buch. Und zwar, es geht um einen Charakter, der in einem Krankenhaus aufwacht und der aber keine Ahnung hat, warum er da ist, wer er überhaupt ist und wem er vertrauen kann. Also in diesem Krankenhaus, es herrscht so eine bisschen düstere Atmosphäre. Und das Ziel ist eben, dass man es schafft, aus diesem Krankenhaus rauszukommen. Und dabei hilft man nämlich selbst dem Hauptcharakter oder man wird zum Hauptcharakter. Um zum Beispiel aus dem Zimmer rauszukommen, muss man nämlich verschiedene Rätsel lösen. Wenn man das Rätsel löst, bekommt man einen Zahlencode. Und mit diesem Zahlencode kann man dann rausfinden, auf welcher Seite man weiterlesen muss. Und so wird man als Leser selbst eben in dieses Konzept, in dieses Escape Room Konzept reingepackt und muss sich eben verschiedene Schlüssel finden und Rätsel lösen, um selbst von Raum zu Raum in diesem Krankenhaus zu kommen. Oh wow, ist das cool, das hat man ja wirklich noch nie. Genau, also sowas, das ist ein komplett neues Konzept, sowas habe ich auch vorher noch nie gelesen. Also das Buch ist so aufgebaut, dass nach jedem Rätsel man meistens einen Zahlencode bekommt. Diesen Zahlencode kann man dann an diesen Schablonen eingeben. Und wenn man das dann umklappt, bekommt man eben meistens einen neuen Code, der eben auch aus Zahlen oder Buchstaben besteht. Und mit diesem Code weiß man dann die nächste Seitenzahl, auf der man weiterlesen muss. Und wenn man diesen Code eben nicht rausfindet, okay, dann weiß man nicht, wo man weiterlesen muss. Und dann muss man nochmal von vorne anfangen, versuchen, das Rätsel aufs Neue zu lösen. Aber was passiert, wenn du das Rätsel nicht lösen kannst oder die falsche Lösung hast? Also solltest du bei einem Rätsel wirklich gar nicht mal weiterkommen, gibt es noch dieses Codex-Buch. Was ist dieses Buch? Also einmal dient es als eine Art Bedienungsanleitung, dass man eben lernt, wie sich dieses Buch überhaupt zu lesen hat. Aber außerdem sind da noch diese Sterne versteckt. Diese Sterne, die muss man sich so als Joker vorstellen. Und falls man eben mal nicht weiterkommt, kann man die freirubbeln. Und da bekommt man dann eben einen sehr wichtigen Hinweis, der einem hilft, dieses Rätsel zu lösen. Und idealerweise geht es natürlich darum, das Buch fertig zu lesen und so wenige von diesen Jokern wie möglich zu verwenden. Wow, das ist eine echt interessante Mechanik. Das ist mir noch nie so untergekommen. Ja, ich bin auch schon richtig in Rätsellaune. Ja, auf jeden Fall. Also für jeden, der Escape Rooms mag, also für mich war das auch eine tolle Erfahrung. Es ist eine schöne Kombination aus Lesen und Spielen. Man liest nicht nur, man rätselt mit, man verwendet auch nicht nur den Kopf, man kann auch Werkzeug verwenden. Also für viele Rätsel muss man tatsächlich sogar schneiden, also an den Seiten ausschneiden oder die Seiten verschieden falten. Und wenn man einmal anfängt zu lesen, muss man auf jeden Fall erstmal ein bisschen reinkommen. Es ist natürlich neu, ein Buch nicht nur zu lesen, sondern auch selbst interaktiv Teil der Handlung zu werden. Es packt aber auf jeden Fall. Also die Stimmung ist sehr atmosphärisch. Man fühlt sich auch, als wäre man in diesem Krankenhaus und will natürlich auch dann entkommen. Und deswegen ist es wirklich sehr packend, spannend, atmosphärisch. Und auch für jeden, der irgendwie sich für Krimis, für Thriller oder so Jugendthriller interessiert, ist das eine absolute Empfehlung und auf jeden Fall was für unter den Weihnachtsbaum. Weihnachten und Christbaum ist ein guter Einsatz. Ich würde sagen, ich frage mal in die große Runde. Moment, da fehlen noch zwei. Ich hole sie mal schnell dazu. Sina, Moritz? Hi Leute! Servus! Hi! Hi. Schön, dass ihr da seid. Jetzt, wo alle da sind, welche Bücher wünscht ihr euch verpackt unter den Weihnachtsbaum? Bei mir wäre es eindeutig Tribute. Das, was Melvin der letzte Staffel erzählt hat, hat mich so gepackt und ich konnte es einfach noch nicht lesen. Und die Göttinnen von Oterra, also Goldenes Blut. Da hatte ich einfach die Vibes von Das Lied der Sonne und das habe ich ja so geliebt. Also ich möchte auf jeden Fall Bis zur Mitternachtssonne unter dem Weihnachtsbaum sehen. Das Buch klang super und ich kann wirklich nicht erwarten, die Twilight-Saga-Fortsetzung durchzulesen. Und The Last Goddess fand ich auch super spannend. Okay, also ich würde Age of Darkness nehmen und das Buch, das Camilla vorgestellt hat, Kryptos. Weil so Dystopie und dass es eben so VR-Welten gibt, unterschiedliche, das ist so genau meins. Also das würde ich mir auch echt gern wünschen. Ich denke, bei mir wären es The Loop und Kreskin City. Das waren beides Bücher mit einer tollen, spannenden Atmosphäre. Das hatte mich wirklich gepackt. Da mehr so in dieses Fantasy-Genre eintauchen will ich auf jeden Fall noch. Das wären sie bei mir. Kiss Me Twice, The Music of What Happens und... Ach, wisst ihr was? Ich schaffe locker 6-7 Bücher in der Zeit. Schenkt mir einfach alle, die ihr habt. Das ist typisch für dich. So, ihr lieben Bookchatters, das war's leider schon wieder mit der dritten Staffel. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Jetzt steht erstmal Weihnachten vor der Tür. Wir wünschen euch viele Geschenke, ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2021. Und ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Staffel. Tschüss. Ciao. Ciao.